Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Destiny Nummer 2, wo wir jetzt die Umwandler freilegen müssen. Und ja, gerade ein schöner, ruhiger Abschnitt hier, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Wie arbeiten die Dinger denn, indem die Wellen so hoch und runter? Gar keine so blöde Idee, ne? Eigentlich. Ich weiß nicht. Soll ich hier lang? Das sieht so aus, als ob ich hier lang soll. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich bin mal so frei. Aber ich falle nicht, weil wenn ich klein falle, bin ich nämlich tot. Jetzt bin ich aber gleich einmal rum, ne? Jo. Achso. Haha, toll. Ich doof bin. Na gut, da war einmal eine Runde gelaufen. Hätte ich gar nicht lang gemusst, glaube ich. Ja. Dahin. Yay. Oh, Dreck. Mhm. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Schar hat den Kolben verschleimt. Dann schaffen wir Abhilfe. Okay. Der erste Kolben läuft. Wir haben ihn sauber geschrubbt. Das ist echt toll und so, aber hier ist es immer noch dunkel. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Klar, ich bin auch hier die Putzfrau, ne? Ah, okay, die sehen anders aus. Ach, das sind die Geschlüpften. Oh, toll. Die geschlüpften Kokons, die verbrennen? Die ungeschlüpften nicht so. Ach, ist doch nicht da und dann irgendwie da. Das sieht sehr unter Strom aus. Hä, wie soll ich denn jetzt zu der Plattform rüberkommen? Weil die ist ja auch nicht am Wirken. Das andere ist hier am Arbeiten. Die auch. Oh, das sieht ja nice aus. Ja, die arbeiten. Okay. Also ich muss offensichtlich hier rüber. War sehr großartig. Wow. Oh Gott. Ja, toll. Das kam irgendwo von da. Das Schöne ist, wenn man so einem Ritter in die Fresse schießt, dann kann er eigentlich kein Schild aufbauen. Dachte ich. Hat er jetzt aber doch gemacht. Dieser Penis. Eigentlich wollte ich Penner sagen, aber mir kam gerade das Wort Penis in den Sinn. Bestimmt eine Hexe, die da rumkreischen tut. Ich komme mal eben darüber, ne? Moin. Ach, da ist noch einer. Zwei. Schnauze. Schnauze. Oh, auch schon voll. Dieses Gekreische ist nicht unbedingt
so was mir zusagt. Ach, ich muss da jetzt hochhüpfen? Na toll. Ich freue mich. Das ist toll. Das ist nicht so toll. Das ist auf alle Fälle ein Ritter mitgespawnt. So, wie viel sehen das los? Moin. Roter Ritter. Na gut, den hole ich mir. Nein! Penner! Komm her, du Fickfrosch. Der will mich auch verarschen, ne? Hauptsache mir auf den Sack gehen. So, das war mit Sicherheit noch. Ach du Scheiße. Gut, ich glaube, die Dinger hier wegzumachen bringt gar nichts. Sagt mir mein Gefühl. Aber wir sind so viel da. Jetzt machen wir den letzten noch fit und dann haben wir, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wieso häufig? Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen dadurch. Jetzt wollt ihr mich verarschen, ne? Jetzt wollen die mir, glaube ich, real auf den Sack gehen. Darüber. Natürlich. Und da kam ja auch nur das ganze Geschrei her. Natürlich. Aber ansonsten geht's euch gut. Natürlich. Ja, ist schon wieder sehr einladend hier. Ich höre das schon. Oh, hey. Muss mal kurz in der Kurve. Ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Der dreht da oben so durch, Alter. Die Sicherung muss hier irgendwo sein. Finde sie und leg den Schalter um. Wie ich gesagt habe. War total easy. Der sah anders aus.
Die kann ich nicht vernichten. Gut, das waren jetzt zwei Hexen. Das war jetzt gar nicht so schwer. Muss ich ja mal sagen. Gibt's hier was? Nö, von da komme ich. Ja gut, dann. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gleich noch ein paar Probleme gibt, wenn wir den Schalter umgelegt haben. Aber vielleicht auch nicht zwangsläufig. Naja, ganz einfach, wie ich gesagt habe. Ach, halt die Schnauze. Ist doch 100%, was willst du denn? Hier, mach mal. Fertig. Und es war Licht. Ja, der Strom läuft. Gute Arbeit allerseits. Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern. Mhm. Gibt's hier loot-mäßig irgendwas? Nö, nö. Ist hier eine Kiste aufgetaucht? Ich sehe keine. Hm, naja, 9 Sekunden, um die Kiste zu looten, ist auch ein bisschen wenig Zeit, ne? Ladebildschirm. Okay, das war gerade anscheinend ein Missionsgebiet oder sowas. Sloan, Feldkommandantin. Slavko. Hallo Slavko. Okay, damit haben wir das Ding hier als öffentlichen Schauplatz freigeschaltet. Ist aber glaube ich nicht allzu viel zu holen, oder? Die Rote Schlacht, Kampagne. Um gegen die Rotlegion zurückzuschlagen, müssen ihre Übertragungen entschlüsselt werden. Sloan hat da eine Idee. Okay. Aber ansonsten ist hier Flutanker. Hier waren wir gerade. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen. Solarium könnten wir rein theoretisch noch hin. Alter, was ist denn hier schon wieder für ein Krawall? Am Stisseln. Alles Stufe 20 Mongos hier. Da ist ein öffentliches Event. Ich will auch. Hallo. Oh, du bist ja lustig. Hm, nicht abhauen. Ernsthaft? Muss da mal schnell hin. Bisschen Beute einsammeln. Arkologietropen. Okay. So, was ist denn da hinten los? Halt! Ach, ein Läufer! Und abgefallene. Oder mach sie fertig. Ja, kein Problem, immer drauf. Hallo, easy going. Aua! Der ist gleich weg.
Und das war's. Das war die letzte Versengungswaffe. Diese Plünderer bekommen die nicht in die Karte. Jo. Oh, guck mal da hinten, Alter. Voll der Raketenlauncher. Gibt's auch. Zerstöre die Arsenalläufer. Nö, was? Oh Gott. Oh Gott. Hi. Wieso bin ich eigentlich gleich tot? Und da schießt er auf mich. Alter, hau mal ab. Los, stirb, stirb, stirb schneller, du Schwein. Nein, ich bin tot. Feuerkraft geklaut und ihre Läufer zerstört. Wir haben die Explosionen von hier gespürt, aber wir stehen noch und die Gefallenen nicht. Das verdient großes Lob. Jo, geht hart ab hier. Loot, 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 loot. Ich will auch, danke. Juhu, wieder nur Plünderzeugs. Na gut, kann man mal mitnehmen, ne? So ein kleines öffentliches Event. Mal eben schnell, jetzt könnte man hier mit der Hauptstory weitermachen. Bin ich aber ehrlich gesagt gerade gar nicht so erpicht drauf. Ich würde eher lieber noch ein bisschen auf der Erde rumrennen. Vielleicht. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt bekommen? Hier haben wir was gekriegt. Ein Impulsgewehr. Naja, nee, lass mal. Da nix. Da auch nix. Hier haben wir ein paar neue Schuhe. Mit 95 Level 8. Sehr gut. Und hier haben wir noch einen Umhang gekriegt mit 93, auch sehr gut. So, dann lass mal kurz auf die Karte gucken. Was hat er denn hier gesagt? Power von gar nichts. Okay. Guck mal L2, sonst haben wir nur die rote Schlacht. Ziele, europäische Todeszone. Hier gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was, ne? Jo, hier ist auch gerade ein Event am Stüsseln. Und ansonsten reinlegen. Power mit 40, gewöhnlich. Okay. Gut, hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Wobei, ich würde sagen, wir machen erstmal hier, ne? Komm, ich mach mal eben hier Schnellreise. Müssen wir da nicht hinlaufen, sondern können wir da eben uns hinporten. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich bin jetzt auch an der richtigen Stelle gelandet. Ja, gut, alles klar. Das ist korrekt. Wir müssen natürlich die Kabale noch alle machen. So, hier, sprich. Ah, grandiose Aussicht, oder? Dank dir funktioniert hier wieder alles. Doch es gibt noch genug zu tun. Am wichtigsten ist, endlich eine Konteroffensive gegen die Rotlegion auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Plan, aber ohne dich funktioniert er nicht. Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegion-Signal von oberster Priorität abgefangen, aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken. Holiday sagt, es gibt Technologie, die die Arkologie zum Laufen bringen kann, aber sie befindet sich im Feindgebiet. Du müsstest blind reingehen. Ist schon seit Jahrhunderten dunkel. Was wir aber wissen ist, dass die Schar da unten ihr Unwesen treibt. Aber wenn du dabei wärst, setzen wir den Plan in die Tat um. War ja klar. Ist das ernst? Wir kriegen jetzt was Exotisches? Also, Sloan. Als Veteranin vieler Schlachten überwacht Sloan die Operation auf Titan. Die Rote Schlacht. Entschuldigung.
Die Kommandozentrale ist sicher und operationsfähig. Jetzt können wir uns endlich den abgefangenen Übertragungen der Rotlegion zuwenden, was uns einen entscheidenden Vorteil im Krieg verschaffen könnte. Amanda Holiday braucht die Prozessoren aus dem Inneren der Arkologie, um die Verschlüsselung zu knacken. Wähle deine exotische Ausrüstung und schnapp dir ein goldenes Zeitalterprozessor, in dem du die Mission Utopie abschließt. Okay. Erhöht die Handhabung und Nachladetempo der Pistole, erhöht die Mobilität dieser Rüstung, wodurch du dich schneller bewegen kannst. Okay. Level 4 und dann Exotik, Mechaniker-Trickärmel. Mechaniker, welch zufälliger Zufall. Das passt ja sogar. Hier, R2. Gut, vergleichen ist, glaube ich, überflüssig, wie du siehst. Was kann der noch so? Ein Beschleunigungsmodifikator. Erhöht die Mobilität dieser Rüstung. Okay. Rüstungsmobs. Mobs, eingebauter Schäde, infundieren. Verbrauch ein stärkeres Objekt der gleichen Art, um das Powerlevel dieses Objekts zu steigern. Die Sahnung kann ich... Okay, infundieren geht immer noch. Mobilität plus Stahl erhöht die Belastbarkeit. Aha. Haben wahrscheinlich alle den gleichen Wert. Illegal verbessertes Holz erhöht das Tempo, in dem die Handfeuerwaffe bereit ist, sowie die anfängliche Präzision, erhöht die Wiederherstellung dieser Rüstung. Schnelleres Erholen. Klassenfähigkeiten laden schneller auf, wenn du einen Arkusfokus einsetzt. Synapsen, schnelle Angriffe in Folge mit dem Arkusstab erhöhen die Schadenswirkung und Dauer. Ja, gut. Mobilität, Belastbarkeit. Belastbarkeit, Mobilität. Da ist schon von Grund auf ist da Belastbarkeit drauf. Das Bein. Und Wiederherstellung. Das Plusding. Da ist also eine Mod drauf. Okay, und hier ist Mobilität und Belastbarkeit auch drauf von Natur aus. Können wir aber dann noch vielleicht Erholung mit reinpumpen. Aha. Raiden Flux, Brustschutz, infundieren. Okay. Also hier könnten wir dann 3 von machen. Handfeuerwaffe, schneller Angriff in Folge, das ist nicht so. Erhöhen die Schadenswirkung und Dauer, ja. Mit dem Akkustab, erhöht das Handhabungs- und Nachladetempo der Pistole, wäre eigentlich auch ganz nice. Ist aber nur Mobilität drauf. Das ist ein bisschen doof. Also ich bin tatsächlich für das Ding, auch wenn das mit dem Akkustab nicht so das Ding ist. Wobei, hier ist auch alles 3 drauf, ne? Und da können wir dann Belastbarkeit oder Mobilität. Erhöht die Belastbarkeit. Erhöht die Mobilität. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich darf ja nur 1 nehmen. Akkustaub. Staub. Erhöht das Tempo, in dem die Handfeuerwaffe bereit ist, sowie die anfängliche Präzision. Akkustaub erhöht die Schadenswirkung und Dauer. Den Akkusfokus, ich setze Fokus ja sowieso eher selten ein aktuell noch, ne? Aus Gründen. Handhabungs- und Nachladetempo der Pistole, Mobilität, Handfeuerwaffe. Aber welche Pistole denn? Die goldene? Wäre schön, aber ich habe keine goldene. Mechaniker, Trickämmel, Raiden Flux und Glückshose. Sind das nicht Sachen aus dem ersten Teil? Weil irgendwie dieses Raiden Flux sagt mir irgendwas. Ich schwanke zwischen diesen beiden. Ich würde aber tatsächlich... Ich nehme den. Das ist leider nichts. So, Ruf erhöhen. 3 Stück haben wir. Die Token können wir tauschen. Zack. Ach, das sind die Engramme. Die gehen aber auch erst ab Level 20. Ja, gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Automatikgewehr. Paria.
Lange Reichweite, langsames Feuer und hoher Schaden. Rückschussverhalten ist vertikaler. Wir haben einen Granatwerfer. Ein Scoutgewehr ist nicht so meins. Ödlandstiefel sind meine besser. Und hier haben wir noch einen Beinschutz mit 99. Kostet 2000. Ist aber meiner Meinung nach nicht notwendig. Also ich bin immer noch nicht dafür, dass wir Ausrüstung kaufen. So, und hier, was brauche ich denn zum Infundieren? Markus Vorbild. Okay, Modifikationen können wir auch anscheinend irgendwo finden. Und hier brauche ich irgendwas. Ich habe noch keine stärkere Ausrüstung. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, 72, 73, machen wir den mal weg. Für Kohle. Und hier 4, 4, 4. Also können alle drei weg. Huch, dann haben wir ja gut geklappt. So, müssen wir erstmal ein bisschen durchrüsten hier. Da behalten wir den einen. So, hier haben wir. Die können alle weg. Gehen wir nicht davon aus, dass wir die noch brauchen. Zumindest mal ein bisschen Platz machen hier. Der weg. Der weg. 71, 93. Ciao. Waffentechnisch, was haben wir hier? 73. Kann eigentlich auch alles weg. Ja, der Granatwerfer ist auch nicht so geil. Also Schrotflinte oder Scharfschützenwumpe. Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. 74, hier haben wir auch 74. Maschinenpistole. Brauchen wir aber alles nicht. Weil der Revolver ist schon okay. Das reicht völlig aus. Für mich zumindest. Impulsgewehr, Impulsgewehr, Impulsgewehr. Kann auch alles weg. Ich glaube, wir können hier leveln, ne? Wir haben, glaube ich, jetzt das richtige Level erreicht. Und zwar Nummer 8. Ach so. Guck mal hier. Jetzt können wir hier. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, aussuchen. Eliminiere einen Feind mit dieser Nahkampffähigkeit, um Gesundheitsregeneration auszulösen und deinen Nahkampfschaden kurzzeitig zu erhöhen. Klingt gut. Ach, das ist der Weg des Kriegers, oder? Greife einen Feind mit dieser Nahkampffähigkeit an, um das Ziel und Feinde in der Nähe zu desorientieren. Ah, okay, ich muss mich entscheiden. Weg des Windes. Verwirrungsschlag. Ich bin aber eher für den Krieger. Gesundheitsregeneration. Gefällt mir nämlich besser, ja? Ah, okay, jetzt müssen wir uns immer ein bisschen aussuchen. Weg des Kriegers, Weg des Windes. Ist aber ein bisschen wenig. Vorher hatten wir, glaube ich, drei Wege, ne? Wenn ich mich nicht irre. Die wir ein bisschen kombinieren konnten. Gut, können wir auch. Aber. Ach, mir fehlt der Revolverheldenfokus. Oh, ein schöner Solarfokus. Oh, der fehlt mir rein wenig. So, Ausrüstung kaufen tue ich mir nicht an. Event beginnt. Waffenaustausch, neue Mission. Regionstruhen. Okay. Welches Event? Ich sehe kein Event. Ich guck mal eben. Das Event beginnt. Gewöhnliche Ausrüstung. Oh, hier gibt es seltene Ausrüstung. Oh. Oh, Event ist weg. Und Patronen und alte Dinge. Dann ist gar nichts. Hier ist viel Gezuppel. Truhen finden wird wieder lustig. Dann machen wir das hier, würde ich sagen. Empfehlende Power ist 60. Und wir haben 82, also sind wir über. Wo muss ich denn hin? Dahin. Und hier sollen irgendwo Truhen rumfliegen. Die wir eigentlich auch noch nicht farmen müssen, aber wir können sie ja schon mal einsammeln. Wir müssen sie ja noch nicht einlösen. Bringt zwar noch nicht viel, aber rein theoretisch können wir uns auch auf Level 20 pushen. Wie nichts Gutes. Und dann hier so durchflügen. Oh, schön, dass hier alles voll ist mit Gefallenen. Das ist ganz großartig. Wir müssen ja eh in diese Richtung.
Ernsthaft? Du bist aber mutig. Okay, die goldenen droppen immer Kisten. So, wollen wir gucken. Hier gibt's was Seltenes, was Blaues. Hüter, gefallenen Diebe sind auf dem Weg zu dir. Sie haben uns erwischt. Da gingen Werkzeuge und Ausrüstung drauf. So kann meine Crew nicht arbeiten. Wieso checken die mich gar nicht? Wie doof? Wieso schießt er auf mich? Ist dem nicht gut? Ich meine, ich kann auch gerne hier mitspielen. So ist das nicht. Ich bin da flexibel, ne? Ah, nicht hier runterfallen, wenn es geht. Und abgefallene. Oder mach sie fertig. Bin ich der Einzige, der jetzt mitspielt? Ja, ne? Mhm. Anscheinend. Oh, doch nicht. Mir fehlt die goldene Kanone. Aua. Was ist denn los mit dem? Okay, das wird gar nicht so einfach, so alleine. Mehr oder weniger alleine. Vor allem mit 2 Minuten, Alter. Und wie kann ich die hier freischalten? Ach so, ich muss den, glaube ich, erst besiegen, ne? Macht zum Glück keinen Schaden. Beziehungsweise kaum Schaden. Schenke dir. Autsch. Alter, irgendwann muss das Ding mal abfallen. Das ist auch wieder so eine Patrouille. Ach, da hinten ist noch einer Level 9. Der ist aber ganz weit von ab, ne? Das schaffen wir eh nicht. Ich gehe jetzt da vorne rum. Wie viele Kugeln? Los, geh weg. Und weg ist er. Akkusladung. Ja, los, verzieht euch zu euren Schiffen. Was macht es? Ein panischer Rückzug. Bearbeiten. Nichts. Ach so, die Dinger machen hier die Teile auf, ne? Glaube ich. Kann das sein? Echt? Trotzdem? Beute? Geschmolzene Hand vor. Was? Was? Was mache ich mit der geschmolzenen? Nix. Nix. Ich habe doch gerade eine geschmolzene Handfeuerwaffe gefunden. Ach was. Jägerin. Nein!
Oh. Kommt noch einer. Haben wir es jetzt? Anscheinend nicht. Ich hau jetzt ab, war ist mir zu blöd hier. Ich muss mir mal das Ding angucken. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Oh, toll. Bin genau reingefallen. Haha. Oh, scheiße. Hehehe. Mama? Kommen die auch hoch? Ich würde sie hoffen. Darf ich jetzt mal kurz was gucken? Diese alte Handfeuerwaffe ist irreparabel beschädigt, aber immer noch warm. Ihre Wärme hat etwas Vertrautes an sich. Mein Jägerfokus, mein Solarfokus. Ja, ja, ich will es haben. Ich muss es haben. Jetzt muss ich erstmal die anderen Dinger einsammeln. Und zwar irgendwo da hinten rennen irgendwelche Plünderer-Idioten rum. Versuchen die mal zu schnabulieren. Zum Beispiel er da. Reparaturwerkzeug. 4 von 5. So, irgendwo müsste hier noch einer rumrennen. Frage mich aber nicht wo. Nee, hier will ich nicht rein. Ihr schlagt euch mal da. Da hinten. Hey du, komm mal her. Hau mal nicht ab. Was ist das denn für ein Ding? Alkan. Alkanstaub. Aha. So, wo ist er hin? Hey, Plünderer! Da oben. Weg! Oh, voll auf die Fresse. Meine Crews werden dafür sorgen, dass dieses Rig wieder stabil wird. Diese Gefallenen, denen du auf der Spur warst. Wir haben den Rest der Meute gefunden. Sie sammeln Gerätschaften aus dem goldenen Zeitalter. Unter freiem Himmel. Zahl es ihnen mit gleicher Münze heim. Alles klar. Vorher sammle ich nur das Ding hier ein. Ach, hier komme ich wieder nicht hoch. Ist ja großartig. Oh, scheiße, ich sehe gerade, wir sind ja schon leicht über der Zeit. Deswegen würde ich mal ganz kurz sagen, ich guck mal irgendwo sicher stehen. Irgendwo ganz schnell hier drinnen. Ich glaube, hier bin ich safe, ne? Ja, hier bin ich safe, sehr gut. Dann haben wir wieder nichts geschafft in dieser Folge. Außer das Licht angeknipst. Von daher sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und bis zur morgigen Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus. Achso, in der nächsten Folge nehmen wir das Depot noch hoch, ne? Und dann machen wir weiter. Von daher danke und ciao.